uns geht es darum, dass man Digitalisierung auch versteht als Prozess. Ja, wir hatten Kreistagsabgeordnete, die gesagt haben, es gibt ein tolles Projekt an Marburger Schulen und wäre das nicht auch was für den Landkreis Marburg-Biedenkopf? Wir als Schulträger sind ja hier auch in der Verpflichtung. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen und dann hat es funktioniert und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt als Landkreis auch einsteigen können. Ja, wir hatten schon gehört von dem Robotikum und wir haben auch gehört, dass es große Erfolge hat, sowohl bei den Schülerinnen und Schülern, dass es ein hohes Ansehen bei den Lehrkräften hat, an den Schulen, wo es schon durchgeführt wurde. Und ja, never change a running system heißt es ja so schön. Und dann haben wir gesagt, das schauen wir uns gerne mal an, weil wir in der Digitalisierung ist für uns ein Hauptthema im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Bildung ist das andere Hauptthema und wir finden, dass man das hier gut zusammenführen kann. Hey, wir haben ja jetzt gerade alle erlebt in der Corona-Krise, dass Schule auch in anderer Form stattfinden muss. Und für uns geht es nicht nur darum zu sagen, dass wir die technische Infrastruktur so ausgebaut haben, dass Schule online, digital zu Hause durchgeführt werden kann, sondern es geht uns auch darum zu zeigen, dass es nicht nur darum geht, die entsprechenden digitalen Endgeräte zu haben, sondern dass man Digitalisierung auch versteht als Prozess, als Lernprozess auch, um in der Anwendung hier auch neue Lernmöglichkeiten, neue Unterrichtsarten, neue Unterrichtsmöglichkeiten kennenzulernen. Erstmal wünsche ich mir jetzt eine große Offenheit bei den Schulen, wo wir starten. Ich weiß, dass diese Offenheit da ist. Ich wünsche mir ganz viel begeisterte Schülerinnen und Schüler. Und diese Begeisterung soll dann weitergetragen werden. Für uns soll das sein wie so ein Schneeballeffekt, der sich dann auf die Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ausbreitet. Und gut wäre es, wenn wir hier aus Marburg, aus Marburg-Biedenkopf heraus auch so einen Nukleus bilden, um das über die Landesgrenzen hinweg auch bekannt zu machen und die Sinnhaftigkeit und das Gute dieses Konzeptes und dieses Projektes auch darzustellen.